Servus Monster, Freunde, willkommen zum nächsten Bildvideo. Heute geht es um die Diablos Energieklinge mit Energiegamma. Konnte man nochmal einen besseren Bild zusammenbauen, der extremen Schaden raushaut. Den möchte ich euch hier zeigen. Bleibt gespannt. Den letzten Chargeback-Bild, den ich euch gezeigt habe, war mit der Kia Ice. Die ist immer noch die stärkste Energieklinge aktuell, wenn man gegen Monster kämpft, die eine 3er und 2er Eisschwäche besitzen. Alles, was schlechter ist, sollte man auf jeden Fall noch zur Diablos Energieklinge greifen. Sie ist immer noch extrem gut und gerade mit diesem neuen Bild sind alle Fähigkeiten mit drin, die man bei der Energieklinge braucht. Und man haut um die 120er Fiolen raus, was schon wirklich extrem hoch ist. Wir schauen uns kurz den Status und die Fähigkeiten an, dass ihr so einen groben Überblick bekommt, mit was ich hier spiele. Wie gesagt, ist die Diablos Energieklinge, der Schaden oder der Angriff liegt bei 1062 Punkten. Affinität habe ich Richtung 0 geschraubt, denn wir machen natürlich auch Schwertangriffe und auch mit der Axt und das kann eben kritten, deswegen wollte ich das Richtung 0 schrauben. Die Fähigkeiten sind wirklich ultra cool. Wir haben einen 7er Angriffsboost, verstärkt natürlich alles. Auch die Fiolen Schwächevorteil ist super für das Schwert und für die Axt. Ja, Fokus super, um noch schneller die Fiolen aufzuladen. Artillerie natürlich auch dabei. Für die Fiolen Höchstmacht, um eben Richtung 0 zu kommen. Für die Affinität Kapazität Boost auch sehr wichtig. Eine Fiole mehr. Dann habe ich Block mit dabei, wer gern Guard Point hat, Block hoch ebenfalls, kann wahlweise aber auch ausgetauscht werden, wie zum Beispiel auch das Blocken, das werdet ihr gleich sehen, da kann man andere Fähigkeiten mit reinnehmen, unbeeindruckt, wenn man mit anderen Leuten spielt und immer wieder unterbrochen wird, oder zum Beispiel auch noch inneres Auge, wer es möchtet, und ganz am Schluss natürlich nicht Element Boost, der Bild ist wirklich extrem stark, seht ihr auch gerade beim Kampf gegen Nergi. Werfen wir einen Blick auf die einzelnen Rüstungsteile und Dekorationen, dass ihr diesem Bild 1:1 nachbauen könnt. Wir fangen mit der Waffe an, ist ganz klar die Diablos Energieklinge. Ihr könnt die normale verwenden oder jetzt die, die ich habe, von Kulf. Die hat einen kleinen Bonus, nämlich den Verteidigungsbonus plus 25 Punkte. Alles andere ist aber genau gleich. Und ja, ob man jetzt die 25 Punkte hat oder nicht, ist jetzt nicht wirklich tragisch. Könnt auch die normale Variante nehmen. Wenn man sie aber hat, die Kulf, dann sollte man sie nehmen. Finde, sie sieht ein bisschen cooler aus. Und wie gesagt, man hat noch 25 Punkte mehr Verteidigungsbonus. Augmentiert ist sie in Gesundheitswiederherstellung. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Angriffserhöhung ist bei mir auch dabei, um nochmal ein bisschen mehr Schaden zu drücken. Angriff könnt ihr aber auch gegen was anderes ersetzen, wenn ihr zum Beispiel einen Slot oder so mehr haben wolltet, aber auf jeden Fall Angriff ist nicht verkehrt, mehr Schaden macht immer Sinn. Dann haben wir hier den Machttalisman, 2er Höchstmacht gleich, dann die Drachenkönig Augenklappe, 2er Schwächevorteil, einen ganz großen Slot, hier kann man Sachen auch wechseln, was sehr geil ist. Nergigamma haben wir mit dabei, ein sehr starkes Rüstungsteil, 1er Höchstmacht, einen ganz großen Slot, einen mittleren Slot und einen kleinen Slot, verdammt stark. Gruschala Arme ebenfalls sehr stark, 2er Fokus und 3 kleine Slots. Damaskus, 1er Fokus, ebenfalls nochmal 3 kleine Slots. Deswegen kriegen wir auch alles richtig gut unter. Und zuletzt noch die Beine, dass die gestört sind, sieht man direkt auf den ersten Blick. 3er Angriffsboost und 2 mittlere Slots. Machen wir weiter mit den Dekorationen, ist auf jeden Fall ein Endgame-Bild, kann man jetzt hier sehen. Man kann aber auch gewisse Sachen weglassen und austauschen, das zeige ich euch jetzt im Detail. Schildjuwel, ihr könnt im Endeffekt eigentlich alles blocken im Spiel, zum Beispiel die Energie-Ulti oder auch, was sehr wichtig ist, bei Theo die Explosion kann mit Block hoch, oder mit dem Schildjuwel ist ja Block hoch, geblockt werden. Normalerweise geht das nicht. Muss nicht bei jedem Monster verwendet werden. Beim Rathalos oder bei kleineren Viechern braucht man nicht unbedingt Schild. Block hoch kann man auch rausnehmen und zum Beispiel, wo haben wir es? Unbeeindruckt mit reinnehmen. Müsste eigentlich ganz oben ungefähr sein. Und zwar das Wappnungsjuwel. So wird man von den Mitspielern nicht unterbrochen bei Angriffen. Ist wahlweise austauschbar, wie ihr möchtet. Die Eisenmauer ist natürlich zum Guardpointen gut. Wer nicht unbedingt Guardpointet oder das nicht drauf hat, der kann auch das Eisenmauerjuwel rausnehmen und zum Beispiel auch das innere Auge mit reinnehmen. Dann prallt im Endeffekt gar kein Angriff mehr ab. Was auf jeden Fall bei manchen Fights auch sehr wertvoll ist. Elementloses Juwel ist auf jeden Fall festgesetzt, gibt 10% mehr Angriff, braucht man unbedingt. Viermal das Angriffsboost-Juwel dabei,
Ja, viermal ist schon ordentlich. Wenn du nur zwei besitzt, auch nicht schlimm. Dann lasst eben zwei Angriffsjuwele weg. Macht zum Beispiel Lebensboost oder was rein, was ihr haben möchtet. Ist jetzt nicht so schlimm, aber ein siebener Angriff ist nicht verkehrt, denn man macht natürlich mehr Schaden. Artillerie, auch sehr wichtig, unbedingt gesetzt. Drei Stück braucht man, 30% mehr Fiolenschaden. Ist verdammt heftig. Magazinjuwel, auch geil. Wir haben eine Fiole mehr. Macht dann nochmal um die 120 Punkte mehr Schaden aus. Deswegen auch festgesetzt. Und zu guter Letzt noch ein Aufweichjuwel. Das war soweit vom Bildvideo, kurz und knapp, ist wirklich ein extrem guter Bild, solltet ihr auf jeden Fall testen und nachbauen, wahlweise ein paar Anpassungen vornehmen, die euch natürlich besser gefallen, muss natürlich nicht so gespielt werden, wie es ich gerade spiele, aber in die Richtung sollte auf jeden Fall euer Diablos Energieklingenbild gehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, geholfen, wer natürlich mehr sehen will zu Monster Hunter World und natürlich auch Iceborne, sollte auf jeden Fall auf meinem Kanal vorbeischauen, da findet ihr alles dazu. Ich würde mich über ein Like freuen, ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken, ich bin weg, ciao, haut rein.